Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon sehnsüchtig drauf gewartet. Er ist für Limo. Es geht weiter. Erstmal vorab, keine Ahnung, wie lange dieses Video dauern wird, weil wir bauen heute die Turbolader aus. Und das Ganze zum ersten Mal in meinem Leben, ohne den Motor auszubauen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich will es aber unbedingt testen. Weil wir haben jetzt ja alles so radikal einfach gebaut, dass ich der Meinung bin, mit diesen ganzen V-Band-Verbindungen, wir wirklich oben einfach den Lader lösen, plopp, er runterfällt und wir ihn komplett mit Adapter zum Hosenrohr, mit Lambda-Sonde und so einfach rausnehmen. Hoffentlich. Warum machen wir das Ganze? Thema Ölerei. Mein Bauchgefühl sagt mir bis heute, alleine weil ich über Jahre so krass gute Erfahrungen mit TTE gemacht habe, dass die Turbolader nichts haben. Aber es war so, Motor angemacht, hier auf dem Ständer, für die, die sich schon nicht mehr erinnern können, gar keine Ölerei. Dann Motor eingebaut und zack ging's los. Wie eine Nebellok hinten raus. Wir haben alles probiert. Behälter hoch, Behälter runter, anderes Öl, nichts zu machen. Das heißt, woran liegt es jetzt? Ich bin der Meinung, es ist noch ein ganz anderes Problem, wo ich zur Sekunde noch nicht drauf komme. Aber es ist egal, weil ich war neulich zufälligerweise bei TTE. Die haben auch eine niegelnagelneue schöne Halle übrigens. Und es gibt tatsächlich für diese Turbolader ein Upgrade. Klingt jetzt doof, ein Upgrade, bevor das Ding überhaupt gefahren ist. Aber die Lader sind ja mittlerweile, die waren ja eigentlich schon für die alte Limo gedacht. Das heißt, das ist eigentlich Entwicklungsstand 3-4 Jahre her. Also haben Chris und Philipp gesagt, alles klar, bau aus, schick uns zu, Sören guckt einmal rüber. Wir gucken A, ob die Abdichtung beschädigt ist, weil es könnte theoretisch sein, dass meine Trockensumpfpumpe so krass an der Entlüftung gezogen hat, beziehungsweise am Rücklauf, dass der Kolbenring direkt verschlissen war, was ich allerdings nicht glaube. Ist am Ende aber auch egal, weil es gibt tatsächlich eine größere Turbine und ein größeres Verdichterrad. Und mittlerweile geht das ja wirklich ins Volle mit dem Auto. Das ist jetzt wirklich nur noch dafür gebaut, um maximal viel Power und Beschleunigung zu haben. Und da, bigger is better, kann man immer größer einbauen. Ne? So, das heißt, wir testen jetzt erstmal, ob er rausgeht. Und dann, ich werde nicht zerlegen hier, das machen wir lieber da. Aber wir können auf jeden Fall gleich einmal drauf gucken. Also, wir haben ja von oben eine V-Band-Schelle. Die brauche ich gleich einfach nur lösen. So, die ist da hinten. Die löse ich gleich einmal, dann ist das Coole. Jetzt ist es natürlich gerade einfach, weil noch keine Antriebswelle drin ist. Ich komme hier ganz einfach ans Hosenrohr. So, das lösen wir mal als allererstes. Allerdings ist so eine Antriebswelle auch später immer schnell und einfach easy ausgebaut. Deswegen ist das auch kein Problem für mich, dass die raus. Ich befürchte übrigens leider, ich hatte die Downpipes erstmal aus Alu gebaut. Fand ich eigentlich ganz geil. Jetzt haben wir allerdings angefangen mit dem Titanschweißen und das finde ich tatsächlich noch ein bisschen geiler. Also ich war eh noch nicht d'accord mit der Variante einfach Hosenrohr unten raus, viele von euch auch nicht, weil da muss halt einfach dieser alte Auspuff eigentlich drunter, alleine für den Sound, oder die Aluconda, oder wir bauen was Geiles aus Titan. Egal, auf jeden Fall, denke ich mal, werden wir die Downpipes doch nochmal neu bauen in Titan. Die können wir hier schon mal durchschieben. Theoretisch. Jetzt ist das natürlich nicht so gerade die optimale Arbeitshöhe hier. Aber später auf der Bühne wird das auf jeden Fall alles Spaß machen. Nächster Step, Rücklauf. Hatten wir ja gerade in groß gebaut. Das ist jetzt ja so ein riesen Dash 12 Eule hier. Den habe ich natürlich zum Glück so gebaut, dass man da jetzt ganz easy rankommt. Woran liegt es? Ich glaube, also ein Punkt, den wir auf jeden Fall nochmal umbauen, ist Ölwanne. Wir wollen mit dem Rücklauf nicht direkt an der Pumpe absaugen, sondern der Rücklauf soll wie Serie in den Kurbelwellenraum laufen. Also irgendwo oberhalb der Kurbelwelle in die Ölwanne. Nee, ist nicht korrekt. Unterhalb der Kurbelwelle, aber oberhalb des Ölstands in den Kurbelwellensumpf. Und von da soll die Pumpe absaugen mit allem anderen Öl zusammen. Das werden wir auf jeden Fall noch umbauen. Aber ich habe ja selbst den Rücklauf einfach ins Leere laufen lassen. Das heißt, das Öl, also druckloser als so, kann es einfach da nicht rauskommen. Und trotzdem hat das Ding so gequalmt. Das heißt, das war am Ende nicht das Problem. So, unten ist ab. Jetzt können wir oben die Mutti lösen. Aber jetzt muss ich fast aufpassen. Und wenn ich die Schelle gleich löse, müsste der Turbolader fast runterfallen. Also wenn er da seitlich unten reinfilmt, wo wir eben gerade waren. Ich werde den gleich vorsichtig runterlassen, ne? Wenn ich die Schelle gelöst habe. Dann müsste der da gleich tatsächlich drin liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
50-50, dass der da stressfrei rausgeht. Ein bisschen einlenken. Jawohl, die Kurzhantel. So habe ich mir das gewünscht. Okay, und hier sehen wir gleich schon die erste Baustelle. Hier seht ihr nämlich, wenn ich hier jetzt rüber gehe, das ist der Eingang vom Turbolader. Das heißt, eigentlich ist das der Krümmer, der aus dem Motor kommt. Und gehe ich hier jetzt rüber, neben meinem Blut, haben wir Öl. Oder gesperrt, wegen zu dem Blut im Weg. So, hier sieht man ganz genau, wie dieser ganze Flansch schon ölig ist. Das Öl wird unmöglich gegen den Abgasstrom nach oben kommen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass das Öl nicht aus den Turboladern kommt. Das heißt, dieses Video ist eigentlich sinnlos. Aber da es ein Upgrade gibt, gibt es auch keinen sinnlos. Sondern das Öl muss leider aus dem Motor kommen, was gar nicht gut ist. Was extrem scheiße ist. Also, falsch. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das Öl irgendwie da hochkommt. Aber es macht für mich keinen Sinn. Was für mich allerdings auch keinen Sinn macht, ist, dass der Motor einen abbekommen hat und jetzt im Arsch ist. Wenn das jetzt nur auf einer Seite wäre, würde ich sofort sagen, okay. Aber auf beiden Seiten die gleiche Ölerei, das verstehe ich einfach nicht. Die aus dem Motor kommt. Aber, habt ihr gesehen, wie geil dieser Turbolader gerade rausgeflutscht ist? Das macht mich auf jeden Fall glücklich. Weil das zeigt und sagt mir nämlich, dass das nämlich später auf der Bühne auch genauso geht. Und jeder V6 Biturbo-Schrauber weiß einfach, dass das Gold wert ist, dass der Turbolader so rausgeht. Weil guckt hier mal rein, wenn es der Turbolader wäre, der am Ölen wäre, dann wäre ja dieses Rohr wirklich radikal voll mit Öl. Also klar, hier ist auch eine Ölschicht drauf, das ist auch das, was anfängt zu qualmen, wenn der Motor heiß wird. Erst dann verbrennt natürlich dieses ganze Öl. Aber hier läuft es nicht richtig raus. Ich hätte gedacht, dass hier richtig einen... Also wenn die Abdichtung vom Turbolader kaputt wäre, wäre meine Vermutung gewesen, dass hier das Öl im Abgasgehäuse richtig steht. Tut es aber nicht. Also hier läuft jetzt ja gerade nichts raus. Ich hätte gedacht, das kommt mir jetzt schon entgegen. Ja, okay. Schade Schokolade. Also was heißt schade Schokolade? Ist ja gut. Wir schicken die Lader trotzdem zu TTE. Gleich geht es in dem Video trotzdem weiter, wie wir euch zeigen, wie der Turbolader von innen aussieht. Aber das sieht für mein Gefühl sieht das zu gut aus. Weil gerade hier in den Zwischenräumen vor der Turbine, ihr seht hier so einen Hitzeschutz, dahinter ist die Abdichtung und ich hätte gedacht, wenn es aus den Turboladern kommt, dass es da richtig rausläuft. Tut es aber nicht. Egal. Es gibt hierfür auf jeden Fall eine größere Turbine und es gibt auch einen größeren Verdichter. Deswegen, ich würde sagen, ich schicke die jetzt einmal zu TTE und dann sehen wir uns gleich in Dachau. Ja, wir haben es geschafft, angekommen. Wunderschöne neue Halabda. Ja. Muss man so sagen. Wir können sie noch nicht zeigen, kommt aber noch, aber ist geil. Man kann in diesem Ausschnitt vielleicht schon so ein bisschen sehen, das ist cool und groß ist. Ja, wir haben schon so auch im Instagram so ein paar Sachen gezeigt, glaub, mit glaub, Hintergrund und so. So ganz leicht nach links zu dem Tisch darfst du, glaube ich, einmal ganz kurz so filmen. Da sollen wir es beschränkt machen. Okay. Nein, zurück zum Thema. Wir sind wegen Turboladern hier. Ich hatte ja im tiefsten Inneren eigentlich die Hoffnung, dass leider die Lader am Ölen sind, wusste aber schon, dass die von euch eigentlich unmöglich ölen können. Wir haben sie aber trotzdem ausgebaut und mussten das halt einmal checken. Ja. So. Und dabei ist rausgekommen, dass man eigentlich nichts sieht. Dabei ist rausgekommen, dass das Ölen zu 99,9% nicht von den Ladern kommt. Mhm. Die haben keine Verschleißerscheinungen, die haben von den Toleranzen alles ist da, wo es sein muss. Ich will jetzt nicht sagen, es war uns klar, aber kann immer mal was sein. Deshalb besser checken, wenn du sie rausnimmst. Wir schauen es uns gleich an. Aber da ist nichts, was auf ein Öl von den Ladern hindeuten soll. Wir haben die auf der Maschine geprüft, wir haben Öldurchflussmessungen gemacht, alles völlig so, wie es sein muss. Passt auch zu dem, wie wir es ursprünglich gebaut haben. Also da ist nichts. Die Oberflächen sind alle mit Mikroskop geguckt und so. Das ist alles wunderbar. Kein Thema. Ja, alles Taco, also, ne? Alles Taco, ja. Wir haben jetzt hier gerade so richtig schön auch mal den Aufbau. Also man hat zwei von den Lagern da drin, ja? Ja, genau. Vorne, hinten
Und dann kommt da noch dieses Axiallager so drauf, wenn ich richtig aufgepasst habe damals. Ich weiß jetzt nicht, wie rum. Und das läuft hier dagegen, ne? Da gibt es diese Lager sitzen im Endeffekt mit so Sprengrinnen im Lagergehäuse, damit die von der Position fest sind, weil das Lagergehäuse versorgt nicht die ganze Lagergasse, sondern versorgt nur die entsprechenden Stellen mit Öl. Und das läuft dann quasi über die Kontaktflächen drucklos nach unten ab. Das sind die zwei Radiallager, hast du richtig gehabt. Dann gibt es hier eine Anlaufscheibe. Die Anlaufscheibe stützt im Endeffekt die Last, die von der Turbine kommt, auf das Axiallager. Ich bin ja nach wie vor ein Fan von diesen Gleitlagern. Ja, wir auch. Wir auch. Also wir machen auch teilweise Dinge, wo wir Kugellager rausnehmen. Echt? Downsizing quasi. Oder Upgrade. Ja, das kommt jetzt drauf an, das kommst du drauf. Also für uns ist es in den meisten Fällen ein Upgrade. Ganz einfach, weil viele Applikationen eigentlich nicht für die Kugellagergeschichte gemacht sind. Ja. Ich finde halt, man sieht auch das schon schön, wie breit eigentlich die Lagerfläche im Verhältnis zu der ganzen Welle so am Ende ist. Ne? Das ist ja gefühlt, besteht das Ding ja fast nur noch aus Lagerfläche. Ja, ist so. Und gleichzeitig Lagerfläche, du hast ja keinen Materialkontakt in einem Gleitlager. Ja, im Kugellager hast du ja immer Punktkontakt oder teilweise Linienlast. Ja? Und hier hättest du eigentlich Flächenlast, aber in dem Moment, wenn das Lager aufschwimmt und sich stabilisiert, hast du keinen Materialkontakt mehr. Ja? Vor allem, egal wie man es kühlt, wenn ich mir überlege, dass hier ja wirklich 1000 Grad durchgehen, vielleicht auch mal 1100 Grad und hier direkt wieder ein Kugellager sitzt, weiß ich nicht, ich finde einfach Gleitlager, fühlt sich irgendwie... Ja, das Kugellager prinzipiell wäre nicht das Thema, aber die Verkorkung ist halt das Problem auf Dauer, ja, dass du über den Betriebszustand halt sehr heiße Momente hast, dann abkühlst, dann guckt quasi das Öl zwangsläufig auf und setzt sich an einem Käfig fest. Die Kugeln zermahlen das. Mittlerweile ist das so gut, dass die das teilweise zermahlen. Ja? Aber eigentlich vom Thermohaushalt ist es nicht passend und von der Belastung her auf so eine Kugel ist es eigentlich auch nicht passend. Ja, also das ist ein Gleitlager im Vorteil, weil du halt da Öl durchschicken kannst und das Öl super schön kühlt. Ja. Und noch dazu schmiert mit Schmierfilm und allem. Und in der Pflicht, regelmäßig Ölwechsel zu machen und das anzuschauen, bist du ohnehin. Also die haben nichts übermäßig. Genau wie neu. Von der Theorie her sitzt aber hier hinten ein Kolbenring drauf. Genau. Und ein Kolbenring hier vorne. Genau. Hier sitzt einer. Genau. So, genau, das heißt, es gibt es mittlerweile auch alles als Doppelkolbenring ausgeführt. Also hast dann zwei, gibt es schon ganz lange. Also sagen wir mal, seit 40 Jahren gibt es das, dass du zwei Kolbenringe vorne, zwei hinten machst. Lange Zeit war das dann kein Thema mehr. Jetzt ist es so mit Emissionierung und da darf nirgends auch nur ein Tröpfchen sein. Ja. Selbst auf dem Dauerlauf und so gucken die dann und sagen, da ist ein bisschen an der Vorbahnstelle ein kleines Öltröpfchen, geht nicht, weil da darf nichts rauskommen aus dem Motor. Deshalb geht man da öfter auf zwei Kolbenringe mittlerweile. Jetzt war es auch so, wenn ihr die wuchtet, macht ihr auch Öldruck drauf. Also ihr konntet die ganz normale Wuchtmaschine tun und kam auch nichts raus aus den Ladern. Aus den Ladern kommt nirgendwo was raus, wo es nicht rauskommen soll. Ja, und wir messen den Durchfluss, also sowohl die Menge als auch die insgesamte Menge wird gemessen für so einen Prüflauf. Und wir messen, wie viel da in dem Moment durchgeht. Und da gibt es auch eine Verlaufssituation dann und das ist völlig in Ordnung. Also da kannst du davon ausgehen, dass auch das Öl da wirklich durchgeht durch den Lader und nicht irgendwo seitlich rauspinkelt. Weil naja, es gibt schon so Situationen, wir haben das schon mal gehabt, zum Beispiel ganz extrem seltene Fehlstelle in einem Lagergehäuse, was du von außen aber nicht siehst und dann haut da das Öl ab und so Scherze, weil halt Gussfehler. Irgendeine Pore irgendwie sowas. Irgendeine Pore und so ist nicht geschlossen komplett und dann kriegst du halt da Riesenschweine rein. Weil man hat ja, wir hatten ja auch schon mal Zeiten, wo einfach die Laderdrehzahl so wenig war, dass diese Kolbenabdichtung halt einfach nicht mehr gereicht hat. Ne? Aber klar, wenn es selbst bei euch auf der Wuchtmaschine passt. Das hängt aber auch, also wenn ich mich zurückerinnere, so 8 Jahre oder sowas, wir hatten da teilweise in der frühen Phase so Lagergehäuse, die eigentlich für die Applikation nicht gemacht waren. Ja? Da war halt dann alles zu groß und ursprünglich die Lagergehäuse für sehr viel lauteres Laufzeug. Das heißt, wenn du so ein V12 oder irgend sowas halt anmachst, dann drehen die sofort. Wir haben die Dinger genommen, bei dir reingemacht, ja, und statt oder nur 1,5 Liter pro Seite, dann dreht halt nichts. Noch dazu, wenn du da solche riesen Räder drauf hast, dann steht das. Und wenn dann schon Öldruck da ist, dann geht es halt meistens nicht mehr, dass das bei den Lagergehäusen damals das alles abgeführt wird und über die Wanne zurück in die Ölwanne, über die Leitung zurück in die Ölwanne läuft. Gibt es theoretisch, also könnte ich jetzt mit der Trockensumpf auch zu viel Öldruck hier drauf geben?
Gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so viel Öldruck auf gar keinen Fall? Soll ich das irgendwie drosseln oder ist das meinem Gleitlager ganz egal? Den gibt es mit Sicherheit, den Punkt. Aber da werde ich nicht hinkommen. Weiß ich nicht. Muss ich also war sagen. Bisher nicht der Fall. Bisher waren es ganz normal 5, 6 Bar Öldruck. Ja. Also wir haben, glaube ich, bei GTR gab es schon mal so eine Sache hier von Kunden, die haben dann gesagt, du, ich habe 9 Bar oder sowas, 10 Bar Öldruck kalt. Ja. Und das kann nicht. Also das ist nicht gesund. Nee, ich hatte das musst du andersrum sagen, du willst ja nicht mehr Druck erzeugen, als du musst, weil Druck erzeugen kostet ja auch Leistung. Ich hatte tatsächlich einmal das Regelventil falsch eingebaut von der Ölpumpe, also das Überdruckventil. Ja. Und dann macht er nämlich kalt auch kurz 10, 12 Bar, also dass du es auch wirklich nur auf der Öldruckanzeige ganz kurz siehst. Also das ist wirklich nur so anmachen und dann geht es gleich runter. Mhm. Aber da war auch sofort Ölkühler undicht, weil die können das nämlich auch nicht. Die können es nicht ab. Nee, wenn so ein Kühler mal 10, 12 Bar kriegt, knacken die sofort ein bisschen auf. Ja. So, ja, hier sind unsere beiden alten Turbinen. Eigentlich sind wir nämlich dann wegen einem Upgrade hier, wie ich ja schon gesagt habe. So. Wie soll das anders sein? Du kommst ja nicht und lässt was revidieren, ohne dass man gleich was dran machen kann. So. Das ist kein echter Philip Case. Und zu damaligen Zeiten dachte man ja wirklich schon, das ist jetzt für Limo alles, was geht, das ist so groß, damit gehen wir in Rente. Ne? Aber jetzt habt ihr tatsächlich mittlerweile wieder nachgelegt und wir können tatsächlich nochmal größer bauen. Wir können nochmal größer bauen, ja. Also wir haben aus einer anderen Produktfamilie dieses Matching gemacht, funktioniert sehr gut. Nochmal größere Turbine und nochmal größerer Verdichter. Das größere Verdichter hatten wir schon vor langer Zeit mal diskutiert. Dann hast du gesagt, du möchtest aber erstmal das probieren und wir haben das andere hingelegt in die Hinterhand. Und jetzt hat es sich aber wirklich ergeben, dass das auf der 2,5 Liter Plattform, also DASA, oder DNWA, dass das extrem gut fährt mit der größeren Turbine. Und das funktioniert halt bei dir auch. Wir haben dann die Turbinengehäuse genommen und bearbeitet. Und das ist, also es gibt Sachen, die sind auch schon optisch stimmig. Ja? Und wenn du siehst, wie das dann, ja, wie die Kontur da reinläuft, wie der Steg gemacht ist, wie die Zunge und so von der Bearbeitung her, musst du einfach sagen, ja, war scheinbar überfällig. Ja, alleine auch die Tiefe der Turbine, ne? Ja. Krass. Also die ist jetzt nicht nur im Durchmesser deutlich größer, sondern auch hat gefühlt mehr Volumen. Die hat auch mehr Volumen, die hat auch mehr Steghöhe, also Eintrittsspalt, ja, weil natürlich durch den größeren Verdichter und den größeren Massendurchsatz, da muss ja irgendwo herkommen. Ja. Also du machst den Durchmesser auf, da kommt schon mal was, aber wir machen meistens auch dann den sogenannten Tipp noch entsprechend auf. Und in dem Fall eigentlich keine Abstriche bezüglich Ansprechverhalten. Also das fährt auch untenrum gut noch ordentlich. Ja. Wenn man jetzt hier reinguckt und diese riesen Flügelfläche sieht, ist das für Ansprechverhalten eher gut oder eher schlecht? Oder warum macht man die Turbinen so tief vom Volumen her, wenn man so, weißt du? Ja, das ist im Endeffekt, da kommt es jetzt darauf an, wie massiv legst du diesen Kern aus hier innen drin. Ah, ja? Okay. Und daraus resultiert dann das einzelne Kammervolumen. Die Theorie ist, dass du eigentlich möchtest du unendlich viele, unendlich dünne Schaufeln am Einlass haben, ja, damit du mit ganz kleiner Abgasmenge schon Füllung kriegst, schon Ansprechen kriegst. Also der Kanal könnte eigentlich ganz unten raus, ja, kann der nicht klein genug sein, oder diese Kammer. Aber oben raus möchtest du so gut wie gar keine Kammer haben. Das heißt, du müsstest was haben, was diese Schaufel- oder die Kammeranzahl variabel hat. Geht halt nicht. Ne? Von dem her ist man da immer auf einer Kompromisssituation unterwegs, weil man nicht statisch fährt, sondern weil wir halt dynamisch fahren. Aber es ist schon echt gutes Monster. Ne? Weil wenn man jetzt hier dann auch den Verdichter daneben sieht, alt, der ja schon immer groß in dem Lader aussah, und jetzt diesen neuen Wimser daneben. Ja, ist ein Unterschied. Ja, vor allem auch hier die Rückseite, ne? Krass. Wir können ja mal. Zahlen sind ja immer gut. Weil das ist mittlerweile schon echt groß. Ja, ganz nicht richtig. Nehmen wir erstmal Nullen hier. Nee, jetzt nur so, dass man mal so grob eine Größenordnung hat. Werden das sein? 65? Ja. Auf 91. Ja. Schon groß. 91, ne? Er sieht mir auch wieder nach dem Rad aus, was viel Ladedruck kann. Ist ein Rad, was hohen Druck kann, weil der Trim heißt also Einlass zu Auslassverhältnis, relativ groß ist.
Ja, also beziehungsweise der Einlass ist klein verhältnismäßig zum Auslass. Das heißt, die Luft hat lange Zeit und langen Weg, um verdichtet zu werden und dann erst in den Diffusor zu kommen. Der Diffusor ist quasi der Ringspalt und die Fläche, die bevor die eigentliche Schnecke, diese Volute anfängt, das ist der Diffusor, die Diffusorstrecke. Ja. Wenn ihr so eine Paarung hier matcht, wie geht ihr da vor? Also klar, natürlich jahrelange Erfahrung mittlerweile. Ja. Oder kann man das auch irgendwie in gewisser Weise berechnen, wie groß die Turbine zu einem Verdichter sein muss? Also das ist genau so, wie du sagst. Das ist einerseits jahrelange Erfahrung. Dann machen wir schon Auslegungen, dass wir uns natürlich die Kennwälder anschauen von Turbine und Verdichter. Und dann ist es natürlich auch Experiment, ja, Empirik. Das heißt, wir fahren sowas mal, dann nehmen wir eine andere Geometrie, fahren das wieder, eine andere Geometrie, fahren das wieder immer auf der gleichen Plattform und schauen, wie gut es funktioniert. Also ist schon richtig Entwicklung. Das ist Arbeit. Also out of the box geht da nicht zu sagen, so genau, jetzt machen wir das und ping. Das geht, aber halt nicht optimal. Ist nicht optimal, kann man immer noch mal was holen. Ja. So, vor allem auch die. Und da tut sich ja immer noch was. Ne? Also es ist echt unglaublich, dass nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, die da schon ins Land gegangen sind, und wir machen das jetzt seit 13 Jahren, geht es das 14. Jahr, und wenn wir gucken, wo wir angefangen haben und was da heutzutage auch, was es einfach gibt, ja, was man herstellen kann, was früher nicht herstellbar war, immens. Ja, das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Wobei ich glaube, was meine Gehäuse angeht, haben wir jetzt definitiv den Zenit erreicht, glaube ich. Ne? Was also, die Verdichterseiten angeht, ist der Zenit erreicht. Weil das sieht echt krank aus. Das ist eigentlich schon überkritisch. Aber wir haben ja schon was in der Pipeline, was wir dir noch nicht sagen dürfen. Aber es wird nochmal größere Verdichtergehäuse geben. Also ein Zwischending zwischen den Lambos und denen da. Und das heißt auch mit dem geilen. Auch mit dem geilen Optik. Da sind wir jetzt gerade dran, für eine größere Charge sowas zu machen. Links drehend, rechts drehend. Scheiße, gibt es doch nochmal Upgrade. Nochmal ja, alles wieder neu bauen. Es hört nicht auf. Wobei ich glaube, wir sind hiermit schon, boah, das wird schon. Das wird schon hässlich. Was denkst du, kann einen so ein Turbolader realistisch? Also ich weiß, dass das Laufzeug jetzt nicht in den Gehäusen, oder zumindest nicht in den Verdichtergehäusen, kann auf einem Single-Lader kann 900. Da musst du dann so 2,6, 2,7 bar machen. 900 mal 2, 1800. Kann man nicht so eins zu eins rechnen, aber ja, so klar. Als Hausnummer, wenn der Sprit passt und die Bedingungen passen. Dann kommt ja noch mein Motor dazu, ja. Der Sprit, die Ansaugung und so weiter, ne? Die Drehzahl, die Nockenwellen. Ja. Also vom Durchsatz für Dichter und Turbinen geht das. Krass, Wahnsinn. Ne? Wir mussten jetzt leider das High Flow wegmachen. Hier war vorher so ein High Flow Stutzen drin. Den habe ich damals immer noch gebraucht, wo wir halt noch wirklich Autobahn, lange Last unten raus, mal im vierten Gang bei 3000 beschleunigen. Da hatten wir irgendwann mal einen Laderstep, der so gepumpt hat. Mag sein, dass das eh schon lange gar nicht mehr der Fall war. Dass das die besagte Kombination auch wieder war aus einfach, dass der Beat-Turbo auf dem Motor so stark angesprochen hat durch... was weiß ich, Nockenwellenverstellung, wie auch immer, dass in dem Moment der Motor die Luft nicht wegnehmen konnte. Ja, genau. Und dann fängt es an zu pumpen. Genau. Hier haben wir uns jetzt entschieden, lassen wir weg, wollen lieber den maximal großen Verdichter, weil ich fahre unten raus eh nicht mehr. Und du gehst ja sowieso dann, du gehst hier drauf. Früher hatten wir das ja so, du bist quasi in die Gehäuse reingegangen, in so einen Stutzen. Ja. Ja. Jetzt gehst du von außen drüber und dann ist natürlich immer das Thema, möglichst schnell, möglichst groß werden und möglichst gerade oder frei ansaugen vorne, dass das Volumen kommt. Ja, ja. Und dann musst du halt sehen, dass der Motor es nimmt. Wird er schon. Das wird schon vom Ansprechen her krass. Also ich habe da keine Hoffnung, dass das noch irgendwie fahrbar bleibt, weil die Ladergröße auf dem Motor, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen so bei 6, so in dem Dreh. Da hast du mehr Erfahrung. Ja, ich würde leider sagen 6. Aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich für den Einsatzzweck, den wir machen, auch besser ist. Also lieber die letzten 2.500 Umdrehungen mit Drehzahl stressfrei, als sich davor immer alles kaputt zu machen. Ja. Bringt in dem Fall halt gar nichts, ne? Weil ich fahre halt nicht unten raus, sondern das Ding fährt entweder mit Launch Control los und du drehst einfach nur so die Gänge durch. Was da drunter ist, ist wirklich egal. Wichtig ist, dass der Motor oben gut im Saft steht. Jetzt hast du ja... wie schaltest du jetzt momentan? Ich schalte noch ganz normal H. Du schaltest H? Ganz normal H, aber ohne Unterbrechung. Also wirklich einfach Clown geschaltet, einfach durch. Weil das ist ja zum Beispiel auch was du jetzt bei neueren Autos siehst, ne? Mit dem DSG.
ist ja unglaublich, wie das eigentlich stressfrei dann läuft, wenn du da durchziehst. Hast du nicht mehr so, dass du da Angst hast, in ein Loch reinzufallen. Nee, das ist. Im Gegenteil, es ist ja sogar mit der Schaltstrategie, die wir da am Steuergerät haben, dass der Ladedruck in dem Moment so hoch geht. Ja. Es ist sogar so, dass beim Schalten mal schnell nochmal ein Überschwinger einen halben Bar mehr. Also du stehst schon bei 3 und dann machst du beim Schalten sogar 3,5. Ich bin gespannt. Ein Upgrade, wo ich mich auch extrem drüber freue, sind die Kollegen hier. Wollte ich mein Leben lang schon immer mal haben, weil ich so viel gerne messe. Das ist tatsächlich jetzt ein Drehzahlsensor für die Tourlader. Das heißt, ihr habt mir direkt hier eine kleine Bohrung reingemacht? Genau, da ist ein Gewinde drin, eine Messstelle, das ist genauso reingezirkelt, sage ich mal, dass das auf die Schaufeln trifft. Ja. Das heißt, optisch gesagt wird das ungefähr so hier sitzen wahrscheinlich so? Ja, oder? Ein Stück bisschen flacher. Also wir haben geschaut, dass wir da in so ein, wo es dann leicht flach wird von der Kontur her, dass wir da schön reinkommen. Dann hast du da 14 Blades pro Umlauf und können endlich kannst endlich Ladedrehzahl anschauen. Also erstmal generell, wo stehst du, wenn du so komplett durchziehst und dann auch, wie bist du links und rechts unterwegs? Weil das ist schon auch ein Indiz dafür, was macht der Motor, wie ist Ansaugung, wie ist Abgasanlage, hast du irgendwo grobe Unterschiede, die sich erklären lassen, die dann dazu führen. Weil eigentlich müssen die, wenn du es komplett symmetrisch hast, haben die gleiche Drehzahl. Ja, vor allem alles, egal ob die eine Bank auf einmal 30 Grad mehr Abgastemperatur hat, egal ob es Ansaugtemperatur ist, man weiß halt immer gleich, wenn Lader links, rechts gleich dreht, passt das. Da muss es irgendwo anders dran liegen. Ja. So, ne? Und man kriegt es ja nie hin, Krümmer, Wastegate, alles genau gleich zu bauen. Das heißt, so eine kleine Differenz wird man da schon immer sehen. Und auch, ich bin mal gespannt, was die so zum Beispiel auch im Leerlauf drehen. In solchen Spielchen, ja, oder? Da wird nichts kommen. Also minus 10. Nee, du musst dazu sagen, die gehen auch, also ganz, die gehen nicht auf 0 runter. Okay, ein bisschen Drehzahl braucht der. 4 Umdrehungen oder sowas zeigt dir der nicht. Nee. Ich glaube sogar, dass die bei 10.000 oder sowas erst wirklich stabiles Signal, die kommen schon im Signal, aber da kommt nichts Stabiles. Ja? Okay, verstehe. Also haben wir auch im Prüfstand schon gesehen, nicht mit den Dingern, sondern mit anderen Sachen, die wir machen, dass du eine gewisse Grunddrehzahl brauchst, damit du stabilen Signal kriegst. Mhm. Ja? Geil. Wir sind uns noch nicht einig oder sicher, ob wir danach auch irgendwas regeln. Also ob wir jetzt zum Beispiel zwei N75 reinmachen und linke, rechte Bank einzelregeln. Aber selbst wenn man es übertrieben gesagt in der Hardware vorregelt, dass ich auf der einen Seite vielleicht das Wastegate minimal mehr vorspanne als auf der anderen Seite, kann man so ja auch schon ein bisschen synchronisieren können. Aber ich denke, erste Stufe ist auf jeden Fall mal zu sehen, was ist überhaupt. Ja, wo stehst du? Ist es gleich verteilt? Und dann eine Strategie, die sich überlegen. Was denkst du, hätte man jetzt ausrechnen müssen, ungefähr eine kritische Drehzahl für die Dinger? Also wo würdest du sagen, jetzt ist Maximum? Also das ist im Endeffekt... Wenn es auseinanderfliegt. Ja gut, dann warst du drüber. Aber da geht man davon aus, bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 560 Meter pro Sekunde, vielleicht 580, da fängt das Aluminium an, richtig gestresst zu sein. Rum zu werden, so wie meine Lader immer waren. Ja, also das ist dann auch konsequent, dass die auseinanderfliegen in Fetzen. Weil das kann das Aluminium einfach nicht. Egal, wie du da die Narbe auslegst, ja, wie du da die Spannungsverteilung von der Welle machst, die Bohrung dehnt sich. Ja, und irgendwann fängt er an, zuerst Welt da außen und dann fängt er irgendwann an einzureißen und dann macht es Peng. Das ist völlig logisch. Also da muss man nicht, das ist einfach Physik. Ja. Das heißt, wir reden um die Geschwindigkeit an der Stelle, die logischerweise hier auch am höchsten ist, weil der Durchmesser am größten ist an der Stelle. Genau. Das heißt, hier haben wir den größten Umfang. Also sind wir jetzt umgezogen hier vom alten Standort hierher, das ist Luftlinie 1050 Meter. Ja. Das heißt, das dauert so 1,7 Sekunden oder so, wenn du das abrollen würdest von dem alten Standort hierher und weitere 1,7 bis wieder zurück. Ja, schon schnell. Es ist heftig. Also. Ja, mega nice. War mir mal wieder eine Ehre. Ich werde diese Kollegen jetzt mitnehmen und direkt wieder einbauen, weil wir wollen ja bald fahren. Ich bin gespannt, was auf den Prüfstand geht und ich bin gespannt, was hier rauskommt. Ich befürchte nur, die sind definitiv so groß, dass irgendwas wird auseinanderfliegen. Nee. Oder es ist einfach genau, also motortechnisch jetzt, ne? Dass da motortechnisch irgendwas fliegen wird. Oder sie sind jetzt einfach so groß, wir haben das ja beim Obergolf zum Beispiel auch gemerkt, es ist einfach so, je größer die Lader werden, eigentlich, wenn man ehrlich ist, je entspannter wird. Weil man fährt einfach wieder in diesen Wirkungsgrad von dem Motor irgendwie, das macht halt Spaß. Ja. Du hast nicht solche Temperaturprobleme, du hast nicht solche Drehmomentprobleme, sondern das Ding macht halt diese 2.500 Drehungen genau das, was es sollte. Ja. Ja. Und das ist halt das, was wir mit diesem Lader machen. Ich will da keine Rundstrecke mitfahren, ich will den nicht über den Bilzerberg knallen, sondern das Ding muss halt geradeaus oder halt mal auf dem Prüfstand richtig im Futter stehen. Ja. Geil! Vielen, vielen Dank. Wir kommen auf jeden Fall wieder, wenn ihr fertig seid. Ist nämlich mega nice hier. Aber erstmal einbauen und dann kommen wir mal wieder. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Top. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Im nächsten Limo-Video, denke ich mal, geht es weiter mit
Zahnriemen, Nockenwellen. Guck mal gucken, wo das Öl herkommt. Wir werden sehen.